Hallo ihr Lieben, ich hatte euch ja gestern schon angekündigt, dass ich bei Bedarf auch einige Bücher abzugeben habe und deswegen starte ich jetzt mit dem ersten Teil meines Unhauls. Und wenn ihr an irgendeinem Buch Interesse habt oder an mehreren, schreibt mir das gerne entweder in den Kommentaren oder an die E-Mail-Adresse, die ich euch noch in die Infobox schreibe. Ich wäre wirklich froh, wenn ich hier ein bisschen ja, anderen was Gutes tun könnte. Ich müsste dann natürlich zumindest Porto nehmen, da ich das natürlich jetzt nicht alles finanzieren kann. Aber ich würde mich halt freuen, wenn ich dem einen oder anderen hier eine Freude machen könnte. Wenn jetzt in diesem Video nichts für euch dabei ist, ich mache auf jeden Fall noch ein zweites, wo auch noch interessante Bücher bei sein werden. Deswegen, wenn hier nichts bei ist, schaut auch gerne noch in den zweiten Teil. Ich fange jetzt aber einfach mal an. Ich habe das jetzt gesplittet in Bücher, die ich gekauft habe. Und dann gibt es auch noch ein paar Leseexemplare, aber die haben ja für euch eigentlich auch keinen Nachteil, wenn ihr sie nicht gerade weiterverkaufen wollt. Ja, ich fange einfach mal an. Zum einen habe ich abzugeben von Nina Sadowski, Be My Girl. Das ist ein Psychothriller, da ist auch gar nichts mit, also keine Leserille. Ja, nur hinten ist hier ein Kratzer drauf, aber ansonsten ist das im absoluten Neuzustand, wie gesagt, Psychothriller. Dann habe ich hier von Karen Salvolaggio Eisiges Geheimnis. Das ist ein Thriller. Ich gucke gerade mal, ob das der erste Teil ist. Ja, das müsste der erste Teil der Reihe sein. Das ist auch in einem sehr guten Zustand. Dann habe ich aussortiert von Judith Mershaw Nibelungenmord, ein Krimi. Da ist auch meiner Meinung nach gar nichts mit, ist ein Mängelexemplar, aber ansonsten absolut top. Ja, ein Kriminalroman. Dann habe ich hier ein Liebes-Erotik-Roman aus dem Lux Verlag und zwar von Pepper Winters, Pure Corruption, Verloren in der Dunkelheit. Das ist dieses. Dann ein Thriller von Ramon Weber, der mir damals echt gut gefallen hat, aber ich ihn halt nicht nochmal lesen werde. Und zwar Eis bricht. Dann, was ich echt schade finde, habe ich hier ein noch eingeschweißtes Buch von Wulf Dorn, ein Jugendthriller, einfach nicht mehr mein Genre, aber echt schade, dass ich da gar nichts mehr für bekomme. Ja. Wie gesagt, von Wulf Dorn, Mein böses Herz ist noch eingeschweißt, ist ein Hardcover. Ja. Dann von Angela Maassen, Silence Queen aus dem Piper Verlag, Wie lange kannst du schweigen? Ich weiß noch, dass mir das, meine ich, sehr gut gefallen hat. Nur habe ich die Reihe jetzt nicht weiter fortgesetzt und deswegen kann das ausziehen. Da ist auch eigentlich nichts mit. Dann von Toni Parsons ein Mängelexemplar mit Zorn, sie zu strafen, ein Krimi. Das ist Detective Max Wolfs zweiter Fall. Dann habe ich jetzt zwei Bücher von Mairi McFarlane. Einmal Es muss wohl an dir liegen. Und irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Die sind auch noch nicht allzu alt, sind auch in einem Top-Zustand. Die könnte man natürlich auch gut zusammen abgeben. Ja. Müsst euch einfach melden, wenn ihr an irgendeinem Buch Interesse habt. Da werden wir uns mit Sicherheit einig. Dann von Lucy Foley, Das Versprechen eines Sommers.
Von M.L. Steadman, da gibt es auch einen Film zu, Das Licht zwischen den Meeren. Dann von Samantha Joyce, da ist nur eine kleine Leserille drin. Among the Stars, Liebe wie im Film. Und ein Buch von Katie Reichs, Knochenjagd, ein Fall für Temple Brennen. Ist das nicht sogar dieses City of Bones, meine ich? Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist auch in einem super Zustand. So, das waren die Bücher, die ich mir gekauft habe. Und jetzt kommen die Leseexemplare. Zum einen wirklich in toller Optik ein Hardcover von Paola Piretti. In der Nacht höre ich die Sterne. Dann von Bettina Storks ein Hardcover, Das Haus am Himmelsrand. Das ist eine Familiengeschichte, ich glaube auch mit historischem Hintergrund. Dann habe ich hier noch Ole Hansen, Neuntöter. Von J.P. Monninger, Liebe findet uns. Von Lea Koplin, Nichts ist gut ohne dich, aus dem DTV Verlag, ist ein Jugendroman. Dann habe ich noch aus dem Blau Vallée Verlag von Nicole Neubauer, Kellerkind. Und 54 Minuten, Jeder hat Angst vor dem Jungen mit der Waffe von Marieke Niekamp. Das sind auch oft von mir ertauschte Bücher. Dieses Buch, da kann ich euch eine absolute Hörempfehlung geben. Das habe ich wirklich weggesuchtet, aber ich habe es jetzt in einer anderen Ausgabe. Von Holly Seddon, Locked In, Wach auf, wenn du kannst. Also wirklich eine absolute Thriller-Empfehlung. Oh, jetzt muss ich mal eben. Oh. Dann von Jason Starr. Fantasien aus dem Diogenes Verlag ist, glaube ich, auch das einzigste Buch, was ich aus dem Verlag habe. Dann war das für mich eine unkorrigierte Fassung, aber das macht ja nichts. Von Raphael Montes, Sag kein Wort. Das könnte jemand interessieren, der gerne so in Richtung Stalking liest. Dann von SJ, oder wie wird das ausgesprochen? SJ Watson, tu es nicht. Das ist ja vom Autor von Ich darf nicht schlafen. Und dann habe ich hier noch ein Hardcover von Christine Mangan, Nacht über Tanga. So, das ist jetzt der erste Teil. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn für euch was dabei war, weil die sind wirklich noch zu neuwertig, um die irgendwie ja, wegzuschmeißen. Ich mag das Wort gar nicht in den Mund nehmen. Ja, das war's hierzu. Dann mache ich noch einen zweiten Teil. Aber ich wäre schon mal dankbar, wenn ihr mir schon mal schreiben könntet, ob ihr Interesse an irgendwelchen Büchern hättet. Und ja, das war es eigentlich schon zu diesem ersten Teil des Unhauls. Und ich freue mich auf eure Kommentare und hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!